Dr. Casper, wir brauchen Ihre Hilfe. Es liegt ein Notfall vor. Was für ein Notfall? Deswegen sind die Nackenwunden so groß. Es muss sich um irgendeinen Schwindel handeln. Das ist kein Schwindel. Wenn das so ist, haben wir hier eine Menge Fragen zu beantworten, weil so etwas gar nicht passieren kann. Sie sind durch ein biologisches Experiment entstanden. Die Regierung hat mehr als 10 Jahre schwere Arbeit in dieses Projekt gesteckt. Was für Experimente waren das? Die Versuche basieren auf einem Virus. Wie konnten Sie nur? Sie wussten doch, wozu die imstande waren. Nun, setzen Sie meine Fledermäuse irgendwo aus. Sie finden Futter. Soll das heißen, eine Fledermaus hätte das getan? Sind Sie intelligenter? Perfekte Tötungsmaschine. Was Sie nicht sagen. Aggressiver. Sie versuchen, in den Wagen reinzukommen. Können zusammenarbeiten. Oh Gott, das sind zu viele. Und haben einen teuflischen Appetit. Houston, wir haben ein Problem. Bats, fliegende Teufel. Er ist weg. Nein, sie kreisen nur ihre Beute ein.